Ja, doch, genau. Wir sind hier auf der zweiten Ebene. Logischerweise. Wobei wer weiß, wo die unsere Kapsel mittlerweile alles hingebracht haben. Oder auch nicht. These earthquakes even shook up time a bit. Some stuff from the future got here. Yeah, that's how it's here. Don't worry, it's still 1952. Adlai Stevenson is still president. Das glaube ich aber nicht, so wie du das sagst. The earthquakes kind of did some redecorating in here. Destroy the door too. You'll have to find another way out. Das glaube ich dem aber nicht, dass immer noch 1952 ist hier. Vor allem, wenn die Bilder von Cave Johnson halt komplett anders aussehen. Da sieht er doch mindestens 10 Jahre älter aus. Huh. Gut, sehr grob texturiert da, aber macht dir nichts. Aber es ist schon cool. Bei Nummer 1 war gerade raus, genau. Komplett raus können wir hier nicht. Nee. Können wir in die Nummer 2 dann rein? Schießt sie auf mich? Ich werde mal speichern. Aus Gründen. Hallo? There's gotta be something you can use to launch yourself over the door. There has to be another way out. Ja, also es wird auch wirklich vorausgesetzt, dass man das Hauptspiel schon gespielt hat. Weil es hier nicht wirklich was erklärt wird. Wie das mit der Portal-Kanone funktioniert. Das macht ja nichts. Ich meine, wie gesagt, ne, wenn man das hier spielen will und noch nicht das Hauptspiel gespielt hat, dann frage ich mich, warum man das Hauptspiel noch nicht gespielt hat. Weil das gut ist. So. Okay, können wir da runtergehen, dann mal ein bisschen hochbeschleunigen uns. Ich weiß nicht, ob wir in das Rohr rein müssen, aber zumindest müssen wir da wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, aus der Fläche unten da wieder rausschießen. Oder zumindest irgendwie rein oder raus oder daneben oder irgendwo anders hin. Und dann passt das schon. Also hier, ne, müssen auf jeden Fall einmal was hin. Wenn ich das hier hin mache, help, reicht das keinesfalls. Das ist der ungünstige Teil dabei. Von daher. Da drinnen kann man nichts machen, ne? Da kann man aber auch nicht so, wie das aussieht hier. Kann man aber auch nicht so wirklich rein. Huh. Das kann jetzt nicht. Ach, da oben muss ich bestimmt hin, oder? Das geht. Wunderbar. Ich wollte gerade sagen, es kann ja nicht sein, dass ich anhand der ersten paar Zentimeter hier schon aufgehalten werde. Das kann schon sein, klar, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich vorhab hier. Schrank? Da ist doch aber hier das Rohr im Weg. Wie soll ich da denn hinkommen? Kann man da rauf? Offenbar. Ich glaube, ich denke gerade zu kompliziert. Kann das sein? Können wir da nicht einfach rauslatschen? Nö. Schade. Und direkt so reinfallen geht von hier wahrscheinlich sehr wahrscheinlich auch nicht. Behaupte ich einfach mal. Von daher, die Frage ist, was zu tun? Was soll ich jetzt tun, ja? Vor allem, wo soll ich denn hinschießen? Mich hinschießen. Ach, hier gibt es einen Knopf. Ah, ist ja praktisch. Ach so. Aha. Kann man das wieder ausschalten vielleicht? Nee. Meine Güte, man sollte wirklich alles auch mal beachten hier. Au. So, vielleicht nicht. Das auch nicht. Es hat aufgehört. Wunderbar. Oh. Muss ich da nicht rein? Offenbar nicht. Ja, klappt super. Das wird ein, vielleicht doch nicht so das allerkürzeste Projekt hier. Mal gucken. Schauen wir einfach mal. Wo soll ich denn da hin, bitte? Ja. Können wir hier draußen vielleicht irgendwo das noch hinschmeißen? Die Pampe. Kann ja sein, ne, dass das hier fortgesetzt werden müsste. Aber ich glaube, eher nicht so wahrscheinlich. Oder wenn wir nach oben gehen, da war ja auch... Na, wir können ja mal nach oben nochmal. Und dann schauen wir da mal.
Da ist nämlich offen da vorne. Da ist eine Fläche. Aha, guck mal. Bobs. Das sieht doch sehr danach aus, als ob wir da durchflattern müssten. Wunderbar. Zumindest das Rätsel habe ich einigermaßen gelöst. Das dann schalte ist? Nein, unvorstellbar. Aber das hier, das geht sogar. Ja. I know, saving. Things might look different than what you're used to. But while you were spending that little time sleeping, we had some Aperture Science nanomachines come in and build all this stuff. Yeah, yeah, that's it. They're quick little guys. Faster than any science guy I got. Ja, natürlich. Das hat sich alles von alleine verändert hier mit Nanomaschinen und sowas. Nicht, weil hier irgendwie viel Zeit zwischen passiert wäre. Nein. Nein. Niemals. Würde ich auch nie drauf kommen. Dass gerade mal eine andere Zeit herrscht als vorher. Und vor allem, dass die Stimmung vielleicht auch nicht mehr ganz so gut ist mit Do Not Enter. Und den ganzen Krams hier. Wir gucken trotzdem nochmal, ob hier vorne noch alles vorhanden ist. Das ganze schöne grüne Rasen. Meine Güte. Dafür, dass man das hier am Anfang die Szene recht kurz gesehen hat, haben sie sich echt viel Mühe gemacht. Muss man da mal feststellen. Huh. Was ist denn hier noch alles? Oh, ist zu. Alles nur Deko. Gut. Warum nicht auch mal Deko sein? Aber die Lampen sind schön. Keep out! To Enrichment Sphere Bravo Volta Danger. Beyond that door is one of the new testing tracks. Totally, completely new. Get through it and head to the first testing sphere. I'll let you know more there. Underground Train to Test Shafts 1 bis 8. Wunderbar. Da bin ich mal sehr gespannt. Es sieht nicht mehr ganz so heile aus, vielleicht. Sure you know something before you go any further. We have these new inventions called emancipation grids in place to prevent objects from moving around to other tests. Now some guy decided that it would be a good idea to make ones that prevent people from going through and installed one where people needed to go through. Authorized personnel only. Okay, das ist, das war ungünstig vielleicht. Ja gut, ich war nicht autorisiert, aber man hätte auch mich einfach so aufhalten können. Now, I just want to make sure you know something before you go any further. We have these new inventions called emancipation grids in place to prevent objects from moving around to other tests. Now, some guy decided that it would be a good idea to make ones that prevent people from going through. And installed one where people needed to go through. Ja. Also da sollten wir nicht durchgehen, solange wir nicht autorisiert sind. Von daher autorisieren wir uns mal eben ein bisschen. Vielleicht. If you turn the power off, you can easily turn it back on. That switch isn't like the rest of them. The others trip a circuit breaker that causes an entire part of the facility's power grid to blow up. So, remember, the one in here is good. All others, bad. Remember, you can always turn the power on or off again. Das ist schön. Oh. Das heißt, wir können jetzt durch. Wir sind zwar nicht autorisiert, aber das ist aber schön von der Farbe her. Die Lichteffekte sind schon cool an dieser Stelle. Zwar auch kein State of the Art mehr für heute, aber trotzdem schön. I think these switches were designed for two people. Maybe your new test can help. Das ist kein Switch. Das ist ein Switch, aber der Switch nicht so ganz. Zwei Leute, ja. Hier ist der Strom einfach mal aus, ne? Von daher, wir müssen hier... Das ist die erste Aufgabe, die wir denn hier haben. So, dass wir da rüberkommen. Strom... Bobs an. Warum auch immer das für die komplette Anlage ist hier. So, und dann durchs Portal hier, damit wir noch auf die andere Seite kommen. Null. Das sieht nach Timer aus. Map. Machen wir das so. Schwupps. Haben wir schon mal gemacht. Auf diese Weise. Soweit ich mich erinnere.
Das sieht immer wieder cool aus. Jups. Warum auch immer man das so macht. Ja, doch, das ist schick. Vor allem können wir auch so rüber direkt. Das ist ja nett. Können wir doch runter? Ne, es sind Türen, das sind keine Portalflächen. Dann gehen wir halt da runter einfach. Ja. Es ist immer noch ein gutes Spielprinzip mit den Portalen und mit den ganzen Gehen und mit den verschiedenen Sachen, wie man das alles machen kann hier. Assist, da haben sie sich schon echt was Schönes überlegt. Weil es einfach mal ziemlich interessante Rätsel bringt und ermöglicht. Gerade mal, weil das alles nicht immer so das aller offensichtlichste ist. Auch nach irgendwie 300 Folgen oder insgesamt über 350 Folgen Portal, die ich bisher schon auf diesem Kanal habe hier. Ja, es ist schon eine ganze Menge. Das heißt nicht, dass immer alles von alleine geht jetzt hier. Das sieht doch nach Fläche aus. Also hier muss man wirklich umgucken hier. Das ist aber mal sehr spärlich gesät hier manchmal. Im Moment ist noch alles sehr, sehr, sehr kontrolliert, dass es immer nur einen Weg gibt. Ich weiß nicht, ob das so bleiben wird. So. Da gehen wir jetzt rüber. Ja. The new testing track is just through here. Ja, als ob ich jetzt Sachen bräuchte. Ich will hier einfach nur raus hier gerade mal. Sieht alles ein bisschen nicht so gewollt aus, ehrlich gesagt. Oh, schön. Mit Aua. Just to test your reflexes, you know, after your short sleep. Ja, mein kurzer Schlaf. Natürlich war der sehr kurz. Ich will echt gern wissen, welche Zeit wir wirklich sind hier. Das ist doch klar, dass da was faul ist. Ja, da können wir gleich reingehen. Wenn man mal schaut, die Kugel ist schon einigermaßen groß, wenn man da im Vergleich da den kleinen Pönöpel da sieht, den kleinen Fahrstuhl. So, mal komplett was anderes hier. Ah, au. Ja, doch, die ist ein bisschen größer. Und ich habe keine Ahnung, wie die gerade mal aufgehangen ist. Wobei, die ist dann mit den Streben... Doch, das geht. Aber warum auch immer man das so machen musste, ich weiß es nicht. Dass man hier solche Kugeln einfach übereinander baut. Man hätte auch einfach Räume einfach so nehmen können. Oder einfach nicht. Ich weiß, das hat er alles gesagt. Das ist einfach mal im Sinne von... Ach, wir können das, also machen wir das, passiert ist. Aber ob das sinnvoll ist... Was also passiert, wenn man plötzlich eine ganze Salzmine voll Platz hat? Ja. Ah. Okay, das ist der erste wirkliche Test hier. Und ich behaupte mal, jetzt geht das einfach relativ... Bravo Volta, hold on. Fifth testing track, yes, fifth. You'll need a portal device to get through. Sorry, I meant a portable quantum tunneling device. Look, it's in your hands right now. The scientists did their job. You'll do fine. Ich behaupte mal, ab jetzt sind das einigermaßen normale Testkammern hier. Zumindest solange nichts anderes passiert. Gut, was jetzt normal ist, ist auch so eine Frage. Aber man sieht es hier von der Geschichte her. Man kann Würfel mit dem Schalter irgendwo rausholen. Man kann hier die Felder deaktivieren. Das sieht alles relativ klassisch aus. Es ist schon klar, dass die da nicht komplett alles komplett neu machen können. Und wenn, dann wäre es auch kein wirkliches Portal mehr, nur weil man die Kanone hat. Sondern es ist dann hier halt schon so, wie es ist. Ich finde diese Kugeln, finde ich ja, weiß ich nicht, die sehen schon ziemlich interessant aus. Wobei halt auch immer noch die Frage ist, warum. So, bitteschön. Die Frage ist, what to do? Was soll ich denn machen hier? Da können wir was raus und reinschmeißen. Da könnte man springen. Das blaue ist das Sprunggel. Das kennt ihr ja wahrscheinlich. Da, wenn man da drauf geht, kann man plötzlich ganz hoch springen. Und wird auch abgefedert. Das kann man entsprechend auch durch die Portale weiterleiten.
Allerdings, sobald man durch diese blauen Felder geht, sind die Portale weg. Ist zurückgesetzt. Wenn man durch die roten Felder geht, dann stirbt man. Blöderweise. Das ist halt ungünstig. Sollte man also vermeiden, nach Möglichkeit. Es sei denn, man steht darauf zu sterben. Aber ich glaube, dann kommt man meist nicht allzu weit. So, da vorne ist auch noch so eine Fläche. Hier unten. Hier würde ich gerne Sprungpumpe reinschmeißen. Damit ich da rüberkomme auf die andere Seite. Das wäre schön. Damit könnte ich dann die anderen Felder hier deaktivieren. So wie das denn aussieht. Weil das hier... Ich kann leider gerade nicht ranzoomen, oder? Nee, ich kann auch gerade nichts zeigen. Kann ich ranzoomen? Doch, ich kann ranzoomen. Das ist damit verbunden hier. Das wäre schön. Hier ist dann, denke ich mal... Ach so, doch, da müssen wir irgendwann noch hin, keine Ahnung. Da geht ein Portal hin. Das ist aber relativ schnuppe gerade mal. Oder nicht. Hier bringt es nichts, irgendwo lang zu springen. Es fängt ja gut an. Das ist schön. Ich glaube, das wird ein sehr umständliches Let's Play. Nachher muss ich da irgendwelche Sachen rausschneiden. Das wäre ja furchtbar. Weil das zu langweilig wird. Schauen wir einfach mal. Ich gucke einfach mal hier, da fliegt es durch bis auf die andere Seite. Das ist gut. Ist zumindest ein bisschen gut. Das hilft aber nicht so unbedingt. Leider sind die Portale ja weg, sobald man da durchlatscht. Und das ausmachen geht nicht unbedingt. Das hier geht aus. Ja. Ist das hier irgendwo mit verbunden? Ich kann hier durch. Verstehe. Ja. Ich brauche irgendwo die Portalpumpe dann hier. Ich mache das mal an die Seite hier. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Jetzt kann ich nämlich hier das Feld umgehen, das Energiefeld. Und kann das Blaue hier hinsetzen und kann damit jetzt wieder zurück. Hier unten hin. Wunderbar. Kann theoretisch hier das alles einmal besoßen. Und kann dann da auch lang springen und dann ist alles hoffentlich gut. Die Hoffnung ist sehr immens, gerade mal. Weil das wäre albern, wenn ich jetzt an diesem ersten Stelchen schon scheitern würde. An diesem ersten kleinen Test. Das wäre nicht schön. So, wunderbar. Die Energie bleibt dann immer die gleiche. Also wenn man mit einer gewissen Höhe da reinspringt, dann kommt man auch mit der gewissen Höhe wieder raus. Das bleibt es jetzt an. Ich höre kein Klicken, das heißt keine Zeitschaltuhr. Das heißt, ich kann jetzt von... Das ist genau die Stelle, die man nicht treffen sollte. Glaube ich. So, das ist aus. Da muss ich auf jeden Fall hin, aber ich glaube, da komme ich... Komme ich da oben rüber hin? Ah, schon wieder die falsche Stelle. Ah. Ah, da kann man nicht einfach so direkt springen. Da muss man so ein bisschen um die Ecke hier. Das geht aber ja auch. So. Da müsste ich... Ach, hier... Natürlich. Wobei, es ist egal jetzt eigentlich hier, von wo das genau kommt. Können wir das wieder so... Ah, so geht's auch. Wobei, geht das so? Das ist blau jetzt.